Ja. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auror mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Würde dein Onkel alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Wie schön, Sie zu sehen. Revelio. Sieht interessant aus. Thank you.
Shenrock hat euch alle in den Untergang geführt. Lumos. Revelio. Incendio! Bombarda! Wirklich äußerst unangenehm hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Nee Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerung in einer bestimmten Reihenfolge. Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Finden wir heraus, warum uns das Triptychon herführte. Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Pass auf, ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Das weiß ich. Ach, na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern.
Das Testralnest muss in der Nähe sein. Tötet alle Eindringlinge! Da sind sie. Los geht's. Warte mal, wir brauchen einen Plan. Ich hab genug von Plänen. Bombarda! Es nicht anders verdient. Was sollte das denn? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter den Weg hinauf. Gehen wir weiter. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Ist da jemand? Bombarda! Nicht reise. Renrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal. Gut gemacht. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn zu unterstützen. Das muss es sein. Sebastian, warte! Warten? Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt vorzupreschen könnte alles zunichte machen. Lodgorg meinte... Ach, dein Koboldfreund. Ach, hör schon auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht deine Feindin. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgorg weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das letzte Stück des Triptychons finden wollen. In Ordnung. Soweit, so gut. Charmant. Spinnen. Revelios. Contringo!
Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Revelio. Incendio. Und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Revelio. Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Bombarda! Findo! 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 Revelio! Findo! Nervige kleine Biester, nicht wahr? Revelio. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Incendio. Revelio. Revelio. Bombarda. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Confringo. Herausforderung gewesen sein. Vielleicht. Revelio. Ist das Glück oder Instinkt? Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Incendio.
vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole, um die Tür zu öffnen. Endlich können wir hier raus. Revelio. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trüll. Das war ja harte Arbeit. Das kannst du laut sagen. Revelio. Eintrag. Isadora war hier. Revelio. Außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Gute Nachricht? Dieser Tagebucheintrag klingt beunruhigend. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Incendio! Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Revelio! Dieser Ort kann nicht nur Isadora gehört haben. Aber das Triptychon führt uns her.
Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frage mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll.
Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie nicht tun. Die Hüter glauben, das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, das ist eine komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Revelio. Von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lord Gok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn besser finden. Revelio!